Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Trace SimWorld. Wir übernehmen heute einen Güterzug. Steigen hier erstmal ein. So. So, dann setzen wir uns in den Sitz. Setzen den Richtungswender nach vorne, beziehungsweise auf neutral. So, wir haben aber noch Rot. Wir haben aber noch ein rotes Signal. Schauen wir mal, was passiert. Das habe ich mir gedacht.
hoffe, das war nur ein Bug. So, dann schauen wir mal, wie lange das Signal rot bleibt.
Weiß nicht, wie es euch geht, aber. Zugbeeinflussung. Oh, ich fürchte, das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Dann nehmen wir einfach mal das nächste Szenario. Leere Rückkehr. Dann schauen wir mal, ob wir immer hier mal weiterkommen. Schnell rein, es regnet. Das funktioniert schon mal. So, gleiches Spiel von vorne. So, wir warten, bis die Bremsen aufgeladen sind. Natürlich noch die Scheibenwischer an. Dann kann es losgehen. Halten Sie kurz vor dem Zug und kuppeln Sie ihn manuell an. Das werden wir gleich tun.
So, dann werden wir mal aussteigen. Schalten wir die Lichter aus. Und steigen aus. Was ist jetzt los? Hauptschalter war nicht an. So, nächster Halt, Letmathe. Wir schauen kurz auf den Ablaufplan. LED-Mate anhalten. Okay.
So, ich hoffe, wir dürfen auch gleich mal mehr als 20 km/h fahren, weil sonst wird es doch ziemlich lang bis Lettmate. Geht doch. Ein bisschen langsamer fahren, nicht allzu schnell. So, 70. Vielleicht kommen wir da noch hin. Rechtzeitig.
Ja. Moin, Kollege. So. Tunnel ohne Ende hier. Aber macht ja nichts. Oh, wir sind ein bisschen schnell. Ein wenig schnell.
Also wenn ihr gerade in dem gleichen Szenario wart, wo ich gerade drin war und ihr denselben Fehler hattet, dass das rote Signal nicht grün wurde und auch nicht mit wie viel 40 drüber fahren konnte, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Also ihr habt ja gesehen, ich konnte machen, was ich wollte. Es ging nicht weiter und einfach drüber fahren hat sich dann im Szenario Ende wieder gespiegelt. Von daher weiß ich nicht, was man da noch hätte tun sollen. Also, wenn ihr da die gleichen Erfahrungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. So, wir haben noch ungefähr 8,5 Kilometer bis Lettmate. Muss jetzt mal ein bisschen runterbremsen auf 70. Ausnahmsweise heute mal auf dem Sonntag ein Video, weil wie gesagt, gestern hatte ich aus privaten Gründen keine Zeit und das war mir einfach wichtiger. Sollte jedem auch wichtiger sein und deshalb diesmal erst sonntags ein Video. Aber ich denke, es ist zu vertrösten. Denn Privatleben geht immer vor YouTube und ich denke, das ist jedem klar. So, jetzt dürfen wir gleich wieder auf 80 beschleunigen. Rail on Logistics.
So, gleich dürfen wir auf 100 beschleunigen endlich. Noch mal ein bisschen weiterkommen hier. So, sind wir gleich da. Dann schauen wir mal, was passiert. So. Thank you.
Wir wollen ziemlich genau bremsen. Ich hoffe, das gelingt mir. Ja, denke, das geht. Diese Schicht wäre erledigt. Eine hiesige Mannschaft übernimmt jetzt. Das hört sich gut an. Das heißt, unsere Fahrt ist hier zu Ende. So, aber wir sind noch nicht mit dem Video am Ende. Das heißt, wir stehen jetzt noch ein Parkbremse bzw. den Richtungswender auf aus. Parkbremse auf an. Schalten Sie die Lichter aus, auch das werden wir tun. Aber natürlich machen wir noch die Scheibenwischer aus. So, und das Kabinenlicht aus. So, jetzt können wir aussteigen, beziehungsweise runterklettern. Natürlich werden wir die Tür schließen. So. Und dann werden wir schauen, ob uns kein Zug überfährt. Das sieht gut aus. Dann können wir über die Schienen laufen. Dann stellen wir uns mal da auf den Punkt. Beenden das Szenario. So, damit ist das Szenario beendet und das Video beendet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Restsonntag. Bleibt gesund. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.